zuletzt in der Saison 99-2000. Da ist man in der zweiten Runde. Da gab es nämlich damals noch Freilose in der ersten Runde. Man hat eins erwischt. In der zweiten Runde gegen den Chemnitzer FC mit 0-6 raus. Der war schlecht geklärt und das ist nicht das 1-0. Jannis hält mit der Großchance und am Ende ist Timo Kowalik dazwischen. Und im Gegenzug haben wir mit langer Wehr einen kleinen Pokalschreck. Jetzt gucken wir uns erstmal Ergin Yildiz an. Schöner Doppelpass, Abschluss. Erste gute Torchance. Hat ja einen guten Fuß, ist ein guter Standardspezialist. Letztes Jahr in Homberg extrem viele Torvorlagen geliefert für einen Abstiegskandidaten, eine enorm hohe Zahl, ist noch fast zweistellig. Und das war die erste Bewährungsprobe für Jan Krämer, die erste richtige. Da musste er fliegen. Jetzt mal mit einem guten Zusammenspiel Platz geschaffen. Ergin Yildiz, die dritte Chance hier, hat die größte bis jetzt zu erhalten. Und Lars Özwein bringt ihn jetzt rein. Antonacci, die Abschlusschance. Jetzt die Abschlusschance, Yildiz. Özwein. Foulspiel, Freistoß. Nächster Freistoß. Und die nächste gelbe Karte, Fragezeichen. Kai Teidig, das wäre bitter. Und das war's für ihn. Gelb-Rot für Kai Teidig in der 57. Spielminute. Und das muss man sagen, verdient. Noch das kann Langer Wehe erstmal wieder klären. Und da ist nicht das 1-0. Jan Krämer, richtig starke Parade von der Nummer 1. Gelb-rote Karte ist natürlich jetzt zeitgleich auch nochmal ein Signal an die Alemannia, dass da jetzt was passieren muss. Jannis hält jetzt. Hält mit dem Abschluss und wieder Krämer. Der Nachschuss und der geht vorbei. Das wird wahrscheinlich am Ende die Geschichte werden. Dieser Platzverweis von Teidig, wenn du dann mit 10 Mann gegen den Regionalligisten verteidigen musst. Irgendwann gehen dir die Kräfte aus. Jetzt vielleicht die Chance Ergin Yildiz. Und wieder ist es Krämer, der wächst über sich hinaus. Oh, jetzt müssen sie zurückrücken, ansonsten wird das gefährlich. Fischer muss da hinten absichern, Schmidt ist da jetzt komplett frei auf der Seite. Geht ins 1 gegen 1. Und nimmt den Abschluss, Krämer. Cebula, Gündüz. Und der geht auch wieder vorbei. Auch in die Verlängerung gegangen. Da stand es ja nach 90 Minuten 1-1 und nach 120 Minuten 5-1 für den TuS. Im Gegensatz zu Alemannia bis jetzt keine Verlängerung. Und die wird es heute dann doch nicht geben. Das 1-0 für die Alemannia. Da ist es endlich. 85 Minuten hat es gedauert. Die Ecke von Gündüz rutscht durch. Und der eingewechselte Marco Müller macht das Tor nach 85 Minuten. Selim Gündüz. Lang rein, wieder Müller, der setzt sich da gut ein. Bajric, Gündüz, Bajric. Das 2-0. Deckel drauf. Dino Bajric mit dem 2-0 für die Alemannia. Während es noch Proteste gibt von Langer Wehe, nagelt Bajric das Ding rechts unten rein. Das ist jetzt die Entscheidung und nach langem, langem, langem Kampf ist es dann doch die Alemannia, die sich in den letzten Minuten durch... Yildiz, Cebula, setzen sie noch einen dritten drauf.
Selim Gündüz schießt und der knallt an den Pfosten. Und Jan Krämer dann mit dem Glück des Tüchtigen, dass der Ball nicht von seinem Rücken ins eigene Tor geht. Sehen wir nochmal, Gündüz nimmt Maß. Der Ball klatscht an den Pfosten, an den Rücken von Krämer. Und das wäre auch, das wäre schade gewesen. Aber am Ende zählt das Ergebnis, am Ende ist man weitergekommen. Und noch ist nicht Schluss, Korzuschek. Yildiz, legt er den nochmal rüber? Nein, braucht zu lange, auf Gündüz. Ja, und dann ist es halt auch, wie gesagt, manchmal der Rasen, der dann Strich durch die Rechnung macht. Mit den ersten Wechseln, nachdem Mati Cebula und Selim Gündüz dann ins Spiel gekommen sind, die haben dann dazu beigetragen und Gündüz jetzt mit der Vorarbeit nicht zum 3:0 durch Dino Bajrić, den hat er viel zu leichtfertig vergeben. Erfahrung an Einstellung, an Kampf, das war richtig stark, was der Bezirksligist hier abgeliefert hat, hat hier super Werbung für sich betrieben und verliert am Ende mit nur 0:2 am Aachener Tivoli vor 3200 Leuten gegen die Alemannia.